du findest jemanden toll, dann kommt irgendwie 10 Minuten später die Freundin und legt schon den Arm um den. Ende, ja. Und der wird dann auch schon so komisch, weil vorher hat er noch ganz frei geredet und plötzlich ist das Gespräch schon wieder zu Ende, ja. Also wenn immer wieder sowas kommt wie, es wird abgebrochen, da wird, ich finde, da wird was dann so, ja, es ist wie so ein Abschneiden. Ja. Von sich selber, von der Intuition, von dem Moment. Und wie fühlt sich das für dich an dann? Schrecklich. Wahnsinnig traurig. Also eine große Trauer kommt da in mir hoch. Okay, Trauer. Mhm. Lähmend. Vielleicht auch manchmal ohnmächtig. Wütend auch. Ja. Wütend, warum es diese ganzen Konstrukte gibt, die ganzen Stempel, die ganzen Etiketten. Und dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hat. Ja? Und wie befreit es sein kann, auch einfach sich entgegenzutreten und einfach so das Innerste nach außen zu stülpen, wie viel Nähe da entstehen kann, wie viel Nähe und Verbundenheit auch, ja, also auch wirklich ohne eine Bedingung irgendwie angeknüpft an das Gegenüber, dem ich mein Inneres zeige, sondern einfach nur, indem ich es gezeigt habe, mich irgendwie nackt zu machen, mich zu offenbaren. Gretchens Gast. Wer von euch, der gerade zuschaut, ist in einer Beziehung? Und wie ist es da in dieser Beziehung? Fühlst du dich gerade wohl? Möchtest du den Partner verlassen? Habt ihr Konflikte? Oder denkst du gar daran, mit mehreren Menschen eine Beziehung zu führen auf partnerschaftlicher Ebene? Unser Thema heute ist Single sein in einer Beziehung. Was genau damit gemeint ist? Tam Trantiat, die neben mir sitzt, wie ihr seht, hat das Thema mitgebracht. Und Tam, du wirst uns jetzt erklären, was du damit meinst. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, Gretchen. Was meine ich damit? Single sein in einer Beziehung. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich mich schon auch unbewusst manchmal ein Stück verloren habe in einer Beziehung, in Beziehungen. Einfach durch Unbewusstheit. Ja, durch gemeinsames Treiben lassen, zu gucken, was der andere macht und ein Stückchen nicht dem nachgegangen, was ich vielleicht sonst gemacht hätte. Ich will das gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist. Ja? Ich will nur, das ist eine reine Beobachtung. Und Single sein in einer Beziehung stelle ich mir so kraftvoll vor. Ja? Dieses pure Freiheitsgefühl, wirklich auch in dem Denken und in dem Handeln zu wissen, ich kann tun und machen all das, wonach mir der Sinn strebt. Es gibt keine Grenzen, ja? Weil ich weiß, die Person, mit der ich reise, mein Gefährte, mein Wegbegleiter, steht einfach neben mir, no matter what. Deswegen so gegenseitiges Commitment, Single sein in einer Beziehung. Bevor wir da uns reinstürzen mit unseren Gedanken, du hast ja auch gesagt, was ich wunderbar finde und eine grundsätzlich wichtige Gesprächshaltung, gerade auch in diesen Zeiten, wo alle immer so mit vorgefertigten Meinungen und Sätzen und ich weiß es besser. Ich möchte es gar nicht jetzt zitieren, sondern dich nochmal zu Wort kommen lassen. Wie hast du formuliert, du gehst in dieses Gespräch? Ah ja, als ich hergelaufen bin, habe ich mir gesagt, dass ich einfach loslasse von all dem, was ich je geglaubt habe zu wissen. Ja, ganz weiß, ganz rein, neugierig mit Kinderaugen und mal schauen, was ich entdecken darf oder wir entdecken werden. Mhm. Wir sind ja jetzt gemeinsam auf dieser Gesprächsreise. Tam, für alle, die dich nicht kennen, du bist eine Reisebegleiterin, weil bevor wir uns reinstürzen, möchte ich auch, dass die Menschen wissen, mit wem haben sie es da zu tun, die neben mir sitzt. Eine
du gehst mit Menschen auf innere Reisen. Was genau ist da gemeint? Dieses innere Reisen, sich selbst zu erforschen, sich bewusst zu werden, welche Gedanken mich tagtäglich umgeben und dann auch wirklich diesen Autopiloten auszuschalten, diese Gewohnheiten, die man einfach automatisch macht, um wirklich lebendig zu sein, ja, mit jeder Zelle. Und dass das Leben nicht ein Konstrukt ist von äußeren Umständen, sondern dass jeder Mensch es immer zu jeder Zeit selbst in der Hand hat. Ja, auch die Emotionen. Ich kann mich als Mensch, kann ich mich zu jedem Zeitpunkt selber entscheiden, ob ich mich wohlfühlen möchte oder nicht. Und ja. Das ist die innere Reise. Und auch genau, was du sagst aus diesem Autismus aber, naja, ist es ein Autismus auch auf sich bezogen? Ich meinte aber Automatismus tatsächlich, dass man aus diesem Maschinenmodus rauskommt. Ja? So und so hat was zu sein und man denkt auch gar nicht lange drüber nach, man macht es einfach. Erwartungshaltung will ich hier noch reinschmeißen. Ja. Ja, also ganz stark die Erwartungen anderer, der Familie, der Gesellschaft. Ich meine, alle haben wir Eltern, ja, und alle sind wir geprägt von Mustern und wir dürfen uns einfach mal hinterfragen, hey, was ist denn meine eigene Definition von Erfolg zum Beispiel oder was macht mich persönlich glücklich? Ja. Das sind ganz wichtige Fragen. Eine ganz andere Frage ist jetzt, aber normalerweise mache ich immer mein Handy aus. Ich habe es jetzt vergessen. Also wenn es jetzt zwischendurch läutet, ich will jetzt gar nicht, weil ich gerade jetzt nicht weiß, wo ist es? Oder doch, da drüben ist es. Ich mache es jetzt mal kurz aus. Ja? Klar. Tam, du hast deins aus, oder? Deins habe ich ausgemacht. Du hast es ausgemacht? Also dann sehe ich es, weil es kann sein. So. So ist mir wohler bei der Sache. Das kenne ich ja. Du hast ja auch das Stichwort Polyamorie in der Vorbereitung oder die Gäste vielmehr, du hast mir jetzt per WhatsApp den Themenvorschlag geschickt, kam ja auch drin vor. Ja? So berührt es auch dieses Single-Sein in der Beziehung, weil dann kann ich ja auch, wenn ich mich jetzt als Single in einer Beziehung definiere, wo ich noch weiter mit dir reingehen möchte, welche Konsequenzen das dann letztlich hat, wäre ja auch eine Konsequenz, dass man mit anderen Partnern oder dass man sich auf andere Partner auch im amorösen oder sexuellen Sinne einlässt. Und du glaubst jetzt, oder weil du vorhin sagtest, du verlierst dich, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt in Beziehungen oft, dass über dieses Bewusstsein, man ist Single oder man ist ein, ich sage jetzt mal Individuum, man ist für sich, man steht für sich und der andere steht auch für sich, dadurch mehr bei dir bleiben kannst. Mehr bei mir bleiben kann und mehr noch näher an meiner eigenen Intuition bin, ohne mit den Gedanken, was wird der andere sagen, ist das gut für ihn, mag er das? Natürlich ist es ein respektvoller Umgang, das ist unumstritten. Ja? Trotzdem sind da irgendwie gefühlt manchmal unsichtbare Grenzen. Und wenn du jetzt diese Vorstellung weiterverfolgen willst, oder du lebst es in dieser Form noch nicht, sondern das ist für dich ein Vorhaben, für dich attraktiv, wie würdest du dann das andere nennen? Das gelebte Modell, dass man, es gibt ja die Vorstellung von Verschmelzen oder dass man es nicht mehr so klar definiert, wer ist du, wer ist ich, löst sich es dann so auf, sozusagen? Oder wie würdest du es beschreiben? Also das hatte ich früher, gerade sind wir schon sehr individuell, sag ich mal, und manchmal laufen die Wege parallel und kreuzen sich und manchmal auch nicht. Ja, es ist so ein
Im Volksmund sagt man Beziehung dazu. Ich weiß nicht, ob man immer alles einen Namen geben soll oder muss. Ich habe heute ein wunderschönes Zitat gelesen von Osho, der sagt, gebe dich nicht der Beziehung hin, sondern der Liebe. Wie interpretierst du diesen Satz? Beziehung, auch dieses Betiteln davon, hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun mit Sicherheit. Ja, also zum Beispiel, wenn Menschen sich kennenlernen und dann ist die Flirting- und Dating-Phase und dann macht man sich gleich den Kopf, kann ich mit dem zusammenleben, wie schaut das aus? Oder vielleicht manche, die da wollen, schon auch weit in die Zukunft gedacht, kann ich mir vorstellen, dass das Partner ist, mit dem ich Kinder haben möchte. Und ich glaube, das ist ganz stark auch dieses Sicherheitsbedürfnis, das der Mensch hat, was auch ganz biologisch gesehen ja einfach ein Effekt ist, dass das Gehirn auch braucht. Und das ist so starr in einer gewissen Art und Weise, wie ich das empfinde, und weniger im Fluss. Und die Liebe, wenn ich mich wirklich der Liebe hingehe, dann ist es noch mehr begegnen, noch mehr sehen und noch mehr zusammenspüren, wie groß ist die Liebe gerade, wohin läuft die, wohin trägt sie uns hin und wie können wir sie zum Beispiel auch wieder entfachen. Ja. Naja, und genau, wir sind dann angedockt an ganz anderen Parametern, ja, weil wenn wir über Beziehungen nachdenken, dann sind es auch viele gesellschaftliche Vorstellungen. Wenn die Liebe, da bin ich auch ganz bei dir, etwas sehr Fließendes ist, etwas Lebendiges, was sich auch immer verändert. Und bei einer Beziehung kann ich schnell in so eine Starrheit kommen. Also ich bin da ganz bei dir, aber auch grundsätzlich. Ich möchte einem Miteinander von Menschen, auch nicht mal Freundschaften, also ich habe das so vor 3-4 Jahren angekündigt, dass ich das alles mit Menschen gar nicht mehr definieren möchte, sondern man ist zusammen und wichtiger als das, was die vielleicht von außen betrachtet sind, ist ja, was die zu verhandeln haben. Ja? Im Bewusstsein des Wohlwollens ja füreinander, sonst wären sie ja nicht aufeinander bezogen, obwohl man kann auch durch Ablehnung aufeinander bezogen sein. Das darf man nicht übersehen, finde ich. Wie sehr, da habe ich auch neulich mit einem Freund beim Spaziergang gesprochen, wie sehr ja die Ablehnung einen an jemand anders bindet, weil man dann dauernd daran denkt und auch Ärger, ja, das sind alles auch verbindende, wie sagt man, Verbindungen einfach. Ja, das ist immer ein schöner Gedanke und ein schöner Impuls, wie ich finde, was zum Beispiel, was deine beste Freundin, was bedeutet das, ein guter Freund? Ja, es sind halt Menschen, die mich umgeben, auch wenn ich Menschen manchmal nur an dem Abend kennengelernt habe, kann aber so eine intensive Verbindung entstehen und so wunderbar inspirierende Gespräche wie, das möchte ich nicht vergleichen, das ist auch ein guter Punkt, vergleichen und werten, genau. Ja, also Menschen zu vergleichen ist, glaube ich, das, wo wir uns selber ein Bein stellen. Und das ist genau das, wenn ich den Bogen schließe, zu Single sein in einer Beziehung, diesen Menschen, denen wir entgegentreten und für die wir eine starke Verbindung und Anziehung spüren auf seelischer und körperlicher Ebene, ne? Und wenn es mehrere sind, dass wir sie miteinander nicht vergleichen. Ja, dass wir die Schönheit jedes Einzelnen sehen, für sich stehend, dankbar dafür sind und wissen, dass jede einzelne Facette etwas anderes aus mir herauskitzelt. Ja, genau. Und ich bin ja auch in Gegenwart jedes Menschen ein Stück weit anders. Ja? Und genau wie du sagst, da werden andere Facetten auch kommen zum Leuchten, zum Blühen, die beim anderen dann wieder brach liegen vielleicht, was gar nicht schlimm ist, weil dann kann was anderes blühen. Ja. Und wenn man dann diesen festen Begriff hat, wie, also ich kenne das ja eher so aus Kindergartenzeiten oder Grundschule, ja, da war das irgendwie wichtig, man hat einen besten Freund, eine beste Freundin. Aber wenn es heute immer noch so ist, dann denke ich mir, ist das ja auch so zementiert. Ja? Es entspricht ja nicht dem Leben, zu sagen, jemand ist ein bester Freund, weil wenn wir so, also ich kenne das so, wenn ich ganz wahrhaftig in mich reinhöre, dann sind mir auch Menschen, die mir oft nah sind, manchmal ferner als jemand
genau wie du sagst, den ich kurz kenne und gerade intensiv gesprochen habe. Also es ist ja alles immer im Oszillieren und im Wandeln. Hm. So. Ja. Ja, das stimmt schon. Mir kommt gerade, dass bestimmt dieses ein Dach drüber stülpen, eine Definition uns einfach unbewusst auch schon limitiert. Ja. Das gar nicht fließen lässt. Hm. Ja, und jemand, der auch diese Zuschreibung hat, der kann ja auch in eine Angst geraten, sie zu verlieren. Ja, jetzt hat die immer gesagt, ich bin ihre beste Freundin. Jetzt kommt aber eine andere, vielleicht könnte ihr die wichtiger werden. Also auch da kommt man dann ja auf der anderen Seite hinein. Und ich finde, es lohnt sich, das alles zu verlassen. Was steckt da in dieser Angst drin? Nicht mehr wichtig genug zu sein. Oder überhaupt nicht mehr wichtig zu sein. Und sicher auch den anderen dadurch zu verlieren vielleicht. Wenn ich jetzt so höre, Single in einer Beziehung, gibt es eine, die da auch so protestieren möchte, weil ich mir denke, okay, ich verstehe, was du meinst. Aber ist nicht genau das, also sich einlassen, also kann man beides so einfach mal haben, ja? Ist einfach so eine Stimme, die das auch nochmal abklopfen möchte. Es gibt ja dieses... Oder ist, wie realistisch ist das auch, weißt du? Weil in Beziehung sein heißt ja nun mal nicht nur mit sich sein. Ich weiß, wie du es meinst, aber dennoch bin ich mir nicht sicher, ob man sich da auch was zurechtbiegt. Ausprobieren. Ja, und vielleicht ist es nicht immer ein Entweder-Oder. Vielleicht gibt es auch ein Sowohl-als-auch. Und ja, ich kann deinen Zweifel nachvollziehen. Dass natürlich durch dieses Single-Dasein zum Eintritt einer Beziehung etwas losgelassen werden darf, um dann neue Räume zu betreten, die man alleine nicht betreten kann. Und ich kann ja auch in mehreren Räumen sein. Naja, du könntest natürlich, weil wenn wir jetzt dieses Polyamorie-Modell nehmen, dann ist es ja entweder so, dass drei zusammenleben oder zwei zusammenleben und sich aber geeinigt haben, dass jeder mit anderen Beziehungen haben darf. Ist es dann aber auch nicht so, dass man... Man könnte ja auch Single sein und einfach mit verschiedenen Menschen. Also will man dann einfach so alles auch haben. Ja? Ich sage ja nicht, dass man es nicht bekommt. Ich bin auch bin auch sehr nahe bei dir. Und gleichzeitig gibt es aber eben diese Stimme, die sich diese Gedanken macht. Also Alain de Botton, der viel über Philosophie, über Liebe philosophiert, sagt seiner Meinung nach, muss man sich entscheiden, worunter man weniger leiden möchte. Also der frei ist und Single ist, leidet vielleicht ab und zu darunter, dass er nicht jemanden Festes hat und nicht diese Geborgenheit. Und Menschen, die zusammen sind, leiden darunter, dass sie mitunter immer wieder mal, dass die Abwechslung nicht da ist und dass da immer derselbe da ist und nicht so viel Freiheit, haben aber dafür die Sicherheit. Und er sagt, letztlich muss man sich immer entscheiden. Ich weiß eben auch nicht, ob das so ist, weil ich kann mir vorstellen, dass Polyamorie, ist ja auch immer mehr jetzt in den letzten Jahren in aller Munde oder wird viel mehr besprochen als die Jahre zuvor, dass es ein Zukunftsmodell sein kann. Und ich finde das auch sehr interessant. Ich weiß aber nicht, ob ein Gros der Menschheit für sowas bereit ist.
Oder was brauchen Sie als Vorbereitung, um dann auch dafür bereit zu sein? Bewusstheit. Bewusstheit über das eigene Sein, die Bedürfnisse, eine wahnsinnig starke Kommunikation, befreites Ego. Gut, das sagst du jetzt immer so dahin. Da muss man ja auch erstmal den Weg dahin gehen wollen auch, ja. Den dann gehen sowieso, aber auch die Bereitschaft, um zu sagen, nee, also warum soll ich das jetzt auf mich nehmen? Was lohnt sich das? Ich meine, wenn wir uns das genau anschauen, leben ja sowieso die meisten Polyamor. Also damit meine ich, dass ja doch viele Menschen fremdgehen, wenn man den Statistiken Glauben schenken will, sowohl Männer als auch Frauen. In jeder dritten Beziehung, habe ich mal gelesen. Ja, sowas, um den Dreh, genau. Wahnsinn, oder? Und da denke ich mir, naja, dann ist es doch der Hinweis, dass man sowieso ja, eine Tendenz dazu hat, aber es ist dann in so solchen Konstrukten wie Geliebte und Geliebter wird es dann ausgelebt und nicht offiziell. Was ja unbewusst wahrscheinlich schon etwas einfach mit der Beziehung macht, ja, und auch mit der Wahrnehmung, wie man den anderen Menschen sieht. Was meinst du da, wie man den anderen sieht? Du meinst, wenn einer jetzt heimlich irgendeine Liebschaft hat, dann... Hat das irgendwie, wie auch immer, eine Auswirkung auf die bestehende Beziehung, ja, energetisch und auch, da ist ja noch einfach ein anderer Mensch im Feld. Ja, und es heißt ja, ich weiß nicht, ob du dich mit der Thematik näher beschäftigt hast, ich habe ein paar Bücher gelesen, dass diese Dreierkonstellation aber allen dient. Also es gibt die Theorie, es gibt ja mehrere Theorien, aber eine davon ist, dass alle drei etwas davon haben, selbst wenn der Betrogene jetzt sagen würde, nö, habe ich nicht, aber dass alle insofern profitieren, weil alle eine Angst vor Nähe haben. Weil alle Angst vor Nähe haben? Ja, diese Theorie gibt es zum Beispiel. Und kannst du noch mal ein bisschen mehr ausführen? Naja, weil derjenige, der betrügt, flüchtet ja. Also er will aus diesem Zweierding raus, hat irgendwas, er könnte in die Nähe kommen, die er nicht will. Sucht sich dann jemanden. Derjenige, der sich drauf einlässt, ich habe auch viele Interviews schon geführt mit Geliebten, ich hatte da auch mal für ein Frauenmagazin einen größeren Artikel, die würden ja alle sagen, nee, ich will ja den, ich will ja mit dem zusammen sein. Die meisten erhoffen ja, dass der dann seine Frau verlässt. Aber die Theorie ist eine andere darüber. Zumindest gibt es eben manche Psychologen, die das so auslegen, dass sie sagen, nee, nee, das dient schon auch der Geliebten, weil eigentlich kann sie sich auch nicht richtig einlassen, es würde sich nicht auf einen Mann einlassen, der nicht frei ist. Und der Mann muss ja in beiden Beziehungen nicht sich auf einen so tief einlassen, sondern wechselt dann immer hin und her. Und die Person, die betrogen ist... Hat auch diese Angst. Also letztlich dient es ihr, weil sie sich auch auf diese Nähe nicht einlassen könnte. Und auch noch wahrscheinlich, wenn dann die Person, die betrügt, ist dann so voller Fülle und beschwingt, weil es gefühlt alles da ist, dass natürlich diese Freude auch überschwappt in der Beziehung. Naja, das ist jetzt mal das Positive, aber tatsächlich weiß ich das eben auch, dass dann auch viel schlechtes Gewissen da ist. Dann kommt man in Terminschwierigkeiten. Oh nein, jetzt ruft die Geliebte an. Also so nur Freude ist es nicht. aber tatsächlich, klar, gibt es auch Freude, Ausgeglichenheit. Und davon profitiert natürlich die Ehefrau dann auch. Also wenn man das natürlich so sagt, ich weiß, das klingt wahnsinnig provokant für Menschen, die sagen, nee, ich kann da gar nichts Gutes drin finden. Ich habe übrigens zum Thema Seitensprung auch Gretchengespräche schon gemacht mit der wunderbaren Melanie Mittermeier.
Also das könnt ihr gern ergänzen zu unserem Gespräch, wer das will und noch vertiefen möchte, weil sie ist Expertin, sie ist Affärenmanagerin, nennt sie sich unter anderem, und berät da Paare. Aber ich finde diesen Blickwinkel interessant, weil ich alle Blickwinkel, die provokant klingen, auch deshalb interessant finde, weil ich glaube, dass hinter der Provokation eben eine Wahrheit liegen kann, ja, und nicht nur Provokation ist. Dass ja dann zum Beispiel die Ehefrau, die vielleicht gerade auch tatsächlich keine Lust hat auf Sex, die Geliebte erfüllt es dem Mann und dadurch ist er ausgeglichener. Ja, so könnte man sagen, ein Team kümmert sich, wie es ja dann auch, so sehe ich das, in polyamorösen Beziehungen der Fall sein könnte im Idealfall. Ja, dass nicht, also ich finde, was viel wahrhaftiger ist in diesem Polyamor-Modell, ist, dass sie wegkommen von der Idee, ein Mensch müsste mir alles erfüllen. Weil die Idee habe ich zum Beispiel von mir gar nicht. Und ich habe sie von keinem anderen Menschen. Außerdem geht es ja gar nicht darum, dass der andere einem was erfüllt, sondern dass ich selber in der Fülle bin. Aber dennoch weiß ich, wenn jemand jetzt zum Beispiel gerne Fußball mag, mich interessiert es 0,0. Ja? Und wenn es jetzt jemandem wichtig ist, mit der Frau ins Fußballstadion zu gehen, dann bitte mit einer anderen. Ja? Also das möchte ich einfach nicht, weil es für mich nicht interessant ist. Ja, das ist ganz spannend. Ich habe mal mit einem geredet, der lange in einer polyamorösen Beziehung lebt und der meinte, ach, das ist so entspannt, weißt du, da macht der andere einfach die Dinge, worauf ich gar keinen Bock habe und ich habe so viel Zeit. Und hat er schon lange in dieser Beziehung gelebt? Oder ich glaube schon, ja. Ja. Schon ziemlich lang. Ja, und dann kommt aber wieder die Stimme in mir, die sagt, okay, wozu brauche ich dann? Also was soll das dann eigentlich, ne? Weil letztlich könnte ich ja auch an mich den Auftrag setzen, zu sagen, aus einer Liebe heraus gehe ich mit zu diesem Fußball. Also ist nicht auch die Chance in diesem Nicht-Ausweichen-Können, um das jetzt mal genau andersherum zu betrachten, dass ich mich erweitere und dass ich mich überwinde und dass ich durch dieses Überwinden neue Erfahrungen mache? Zum Beispiel. Ja, ich glaube. Fußballschals ins Gesicht geschmissen zu bekommen oder sowas. Ja, das erfährt man übrigens auch, wenn man in München auf einer U-Bahn-Station-Linie wohnt, was ich lange tat, nämlich am Englischen Garten. Und da fährt ja die U-Bahn Richtung Stadion. Und deshalb weiß ich ganz genau, was es bedeutet, mit lauter grölenden Fußballfans im Waggon zu sein, und zwar regelmäßig. Weil, du, die sind dann immer da gewesen, wo ich nicht damit, weil ich weiß ja nie, wann die Spiele sind. Und dann bin ich da immer reingestolpert, ohne es vorher zu wissen. Ja, also die Offenheit ist, glaube ich, essentiell. Ja? Sich für das zu interessieren oder die Offenheit zu haben, ja doch, für die Interessen des Partners. Weil ich mich ja für sein Sein interessiere. Und wenn es ihn so packt, dann vielleicht, ja, macht es mich neugierig zu erforschen, was ihn denn da so packt und warum. Und dennoch gibt es dann, wenn ich gar keine Lust drauf habe, ja, wenn ich irgendwie schon 5-mal mit war im Fußballstadion und mir jedes Mal denke, ja, kann ganz nett sein, oder nee, es ist einfach immer scheiße. Gut, dann hat man es zumindest ausprobiert und ist nicht ausgewichen. Ja. Genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas Essentielles auch, dem anderen gegenüberzutreten und eine Offenheit zu haben für die Themen des anderen. Sich versuchen, irgendwie reinzudenken, damit zu gehen. Und ja, wenn es dann nicht funkt, dann einfach zu sagen, ja,
das ist einfach deins und irgendwie packt es mich nicht. Ja, aber dann ist man den Weg eben gegangen und wenn man jetzt aber sagt, man hat Partner A, B, C und dann ist die Möglichkeit auszuweichen natürlich viel größer. Das meinst du dann, dass man so... Oder der hat drei oder so, ne? Also, wenn du Polyamor lebst, kannst du mehr ausweichen. Das wäre mal so eine Theorie bei allen möglichen Themen. Mehr ausweichen und trotzdem kann ich ja dem anderen aktiv entgegentreten und sehr präsent sein in dem Moment, was ihn gerade umgibt. Also das schließt sich ja nicht aus. Trotzdem sich hineinzufühlen in den anderen und seine Interessen. Das schon, aber wie weit musst du gehen? Ne? Wie weit musst du das? Du hast mehr Ausbruchmöglichkeit auf jeden Fall. Weiß ich nicht, also du darfst mir natürlich immer und sollst mir auch widersprechen. Mhm. Aber ich habe gerade das Gefühl, es ist mehr, und das ist ja, glaube ich, auch das Attraktive, dass man einfach mehr Raum hat, um sich zu bewegen. Wobei ja dann die andere Frage wäre, was ist denn das für eine Vorstellung von Beziehung, in der man wenig Raum hat? Und kann ich die Beziehung zu einem Menschen so sein, dass man viel Raum hat? Und bedeutet dann aber, wenn viel Raum da ist, dass dann auch andere mitspielen? Also je größer der Raum ist, desto mehr können ja da reinspazieren. Ja, in der Tat. Ich hätte gerne grenzenlosen Raum. Da mache ich mit. Mir sagte mein Ex-Freund, dass er noch nie jemanden kennengelernt hat, der so grenzenlos denkt und sich sehnt wie ich. Ja. Das fand ich sehr interessant. Wie ist das Gefühl in dir? Ist es grenzenlos oder was? Wie fühlt sich das für dich an? Letztlich wie immer wieder so ein Geborenwerden. Also es hat so was ganz Schöpferisches. Alles ist möglich. Wie ist es für dich? Total bei mir zu sein, mit jeder Zelle. Total spürig für meine Intuition und dann einfach reinspringen. Vielleicht ohne auch zu wissen, was kommt, ja, ins Ungewisse. Und dann dieses Abenteuer zu erleben und überrascht zu werden. Wie sollte, aber wenn jemand jetzt genauso wäre wie du, Tam, dann könnte der doch, dann könntet ihr doch wunderbar in diesem großen Raum zusammen sein. Und dann wäre aber die Logik, dass dann auch jemand anders kommen könnte. Oder? Es ist ja nicht so, dass... Es, glaube ich, geht mir einfach um die Momente auch, immer der Intuition folgen zu dürfen, Anziehung wahrnehmen zu dürfen. Und... Ja, dass da auch andere kommen können. Und ich habe mir auch schon oft gedacht, ich mache mir schon etwas länger über das Thema Gedanken und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es auch nur diese Grenze, die unsichtbare Grenze, die ich bekommen habe. Und was wäre, wenn es diese Grenze nicht gibt? Das heißt ja nicht automatisch, dass ich dann auf einmal ganz viele Männer in meinem Leben habe, ja, aber diese Freiheit alleine im Kopf zu wissen, dass es möglich ist, glaube ich, macht schon was ganz anderes. Ja. Ja, für mich gehört es zu, also so ganz verstehe ich es nicht. Ja, also klar, alle Theorien, warum man Beziehungen hat, warum man monogam lebt oder nicht, oder also alles Mögliche natürlich, habe ich mich damit befasst. Aber wenn ich das alles mal subtrahiere, dann denke ich mir, hey, das sehe ich dann wie so ein Kind. Ja, wenn ich als Kind hingehen will zu irgendeinem Baum oder zu irgendeinem Menschen, gehe ich da halt hin. Ja.
und geh mit ihm in Dialog oder umarm den Baum oder den Menschen oder irgendwie. Und ich finde jetzt, wenn man dann so erwachsen ist, in Anführungsstrichen, dass man dann nicht so, hey, wenn mir jetzt jemand gefällt und ich gefalle dem und es ist ja so Leben, es ist ja so im Fluss, warum nicht umarmen, warum nicht küssen und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter und gar nicht eine Geschichte draus machen, ja? Weil oft entsteht ja dann eine Geschichte, was ich damit meine, es muss dann irgendwie weitergehen. Ich frage mich, was soll denn das immer? Also warum kann man dann nicht einfach, gut, das ist jetzt in dieser Zeit ja schon fast eine Provokation. Nee, es ist eine Provokation, aber subtrahieren wir, dass es jetzt gerade den Virus gibt, sondern denken wir an frühere Zeiten, durch die Stadt gehen und jemanden küssen. Ja? Und dann geht man wieder weiter. Oder jemanden umarmen, man geht wieder weiter. Oder wenn man mit Leuten zu acht irgendwo sitzt und plötzlich habe ich eine Anziehung zu jemandem. Ich finde, es werden dauernd diese Impulse runtergebrochen, die man gerade hat und die so wahnsinnig vital und lebendig sind und nicht gleich bedeuten, hey, ich will jetzt mit deinem Mann ins Bett, sondern die einfach bedeuten, ich will den umarmen, ich will den küssen und dann gehe ich wieder weiter. Wie klingt das für dich? Ja, wunderbar. Ich hab Gänsehaut. Stell mir so eine Welt vor, wo wir uns im Moment sind, total präsent im Moment und der Energie nachgehen, die gerade da ist und das Ausleben, ja, wirklich die Lebendigkeit spüren. Vielleicht unter heutiger Sicht was Verrücktes machen, ja, aber dafür ist das Leben ja da, das auszukosten, zu erfahren, zu spüren. Und ja. Du sagst es, da sind dann gleich Geschichten. Darf ja. Das? Und dann kommen wir wieder in die Definitionen, die wir beide ja nicht wollen. Ja? Was ist denn das jetzt? Und ich finde auch schon so diese ganze Dramaturgie, ja, man küsst jemanden und dann geht es weiter und weiter und weiter, bis man dann den Orgasmus hat. Ich meine, was soll denn das? Ja? Warum muss immer alles gleich in so eine vorgesehene Abfolge gehen. Das finde ich auch unglaublich anstrengend. Also auch, dass man nicht einfach sagt, hey, ich bleibe jetzt nochmal bei diesem, man küsst sich und dann ist das vielleicht genau das, ja, und nicht eine Einladung zu noch weiteren Aktionen. Ich meine jetzt in meinem Beispiel natürlich schon, dass man nicht rumgehen kann und man muss natürlich wissen, ob der andere das auch möchte, ist ja auch klar. Vielleicht Fragen davor. Hey, darf ich dich küssen? aber ich glaube, wenn es eben so, wenn wir da viel offener wären, wären wir auch, ja, ich kann es mir gerade schwer vorstellen, aber wenn ich es mir vorstelle, dann ist es eine ganz leichte, liebevolle Gesellschaft, ja. Beschwingt. Beschwingt, gell? Beschwingt. Ja, es hat was echt Beschwingtes. Ja. Und du kennst ja sicher auch den Moment, und darin liegt auch eine Frage, wie sich das für dich anfühlt, wenn man dann eben nicht dieser Beschwingung, weil unsere Gesellschaft ist ja nicht so. Ja? Plötzlich siehst du, hey, manchmal spricht man sich an, manchmal ja nicht. Da ist irgendwas in der Trambahn oder irgendwas auf einer Feier mit jemandem und es geht nicht weiter. Oder du weißt, okay, ja, du findest jemanden toll, dann kommt irgendwie 10 Minuten später die Freundin und legt schon den Arm um den. Ende, ja. Und der wird dann auch schon so komisch, weil vorher hat er noch ganz frei geredet und plötzlich ist das Gespräch schon wieder zu Ende, ja. Also wenn immer wieder sowas kommt wie, es wird abgebrochen, da wird was dann so, ja, es ist wie so ein Abschneiden. Ja. Von sich selber, von der Intuition, von dem Moment. Und wie fühlt sich das für dich an dann? Schrecklich. Wahnsinnig traurig. Also eine große Trauer kommt da in mir hoch. Okay, Trauer. Lähmend. Vielleicht auch manchmal ohnmächtig. Wütend auch. Ja. Wütend, warum es diese ganzen Konstrukte gibt, die ganzen Stempel, die ganzen Etiketten und dass das Leben noch so viel mehr zu bieten hat, ja? Und wie befreit es sein kann, auch einfach sich entgegenzutreten und einfach so das Innerste nach außen zu stülpen, wie viel Nähe da entstehen kann,
viel Nähe und Verbundenheit, auch, ja, also auch wirklich ohne eine Bedingung irgendwie angeknüpft an das Gegenüber, dem ich mein Inneres zeige, sondern einfach nur, indem ich es gezeigt habe, mich irgendwie nackt zu machen, mich zu offenbaren, so mein Sein zu zeigen. Das finde ich einfach schon, oh, ich weiß gar nicht, ja, verbindend. Eine andere Frage wäre halt, wie essentiell für den Menschen das ist, Sehnsucht zu haben und Geheimnis zu haben. So, es gibt ja auch eben Überlegungen dazu, dass Affären ja deshalb so spannend sind und man sie ja nicht offen lebt, weil ja eben dieses Geheimnisvolle und dieses, das darf nicht sein, einem so einen Kick gibt. Mhm. Ja? Aber dann ist mir für mich die Frage, hat dein Leben nicht genug Kick? Also, dass du, brauchst du eine Affäre, um mehr Lebendigkeit zu spüren? Das wäre eine Frage. Und dann wäre aber auch die Frage, ob dieses, was man halt nicht haben darf, Kick ist ja das eine, es auch so besonders macht. Ja, das kann ich. Und keiner weiß es und dadurch ja auch viel mehr Romantik oder auch Erotik drin liegt, als so offiziell durch die Straße zu gehen und im Reihenhaus zu wohnen. Und dann dieses, ja, man ist dann im Hotel zusammen und es hat was Abenteuerliches und auch was Romantisches. Glaube ich schon, dass das auch mit dazu gehört. Etwas Spielfilmartiges. Ja. Und wenn das jetzt eben offiziell wäre, also es wäre dann auch keine Sehnsucht da. Sag mal, wenn ich jetzt jeden auf der Party küssen kann, wenn ich will und der mich und so, dann habe ich ja dieses Gefühl der Sehnsucht nicht mehr. Ja, also ich kenne es, auf Partys zu stehen und dann zu denken, wow, den finde ich jetzt sehr attraktiv, ich will zu dem und je nachdem, ob es da überhaupt eine Option gibt, dann mich da auch so hinsehne. Kennst du das nicht? Und das wäre ja auch weg. Und ich muss sagen, dass dieses Gefühl der Sehnsucht schon auch schön ist. Auch sehr belebend. Ist es belebend? Aha. Hab ich so schon über Sehnsucht gedacht. Ich danke dir für diese Assoziation. Mhm. Vielleicht, ja, weil ich merke, dass ich über mich schon immer wieder so denke, dass ich gerne Sehnsucht habe. Dass die für mich aber auch so ein Motor ist. Also ich meine jetzt nicht unbedingt zu einem Menschen nur, sondern zu einer besseren Vision von Welt zum Beispiel. Mhm. Ja? Also die treibt mich an. Mhm. Ja, lebendig. Mhm. Ja, vielleicht geht es auch dann darum, diese Gefühle zu spüren, zu leben, zu erfahren und sich nicht von denen übermannen zu lassen. Vor allem bei Sehnsucht, finde ich. Mhm. Ja, klar, es gibt ja dann, und Sehnsucht ist aber auch, also ich bin schon Fan der Sehnsucht, weil viele Lieder, viel Lyrik, also die ist ja auch ein Motor eben für schöpferische Prozesse. Wie viele Gedichte gibt es an den Geliebten, die Geliebte, die man nicht erreicht, Goethe und so. Ne? Mhm. Also da gibt es ja genug in der ganzen Literaturgeschichte. Was mir vorhin noch kam, als dieses wunderbare Beispiel, durch die Fußgängerzone gehend und einfach die Menschen umarmen, wo es einen hinzieht, kam mir auch noch das Wort Wertfreiheit. Und auch total im Moment zu sein. Eines meiner neuen Lieblingswörter ist Omnipräsenz. Allgegenwärtig zu sein in dem Moment und nicht zu werten. Ich glaube, das ist eine unfassbare hohe Kunst, weil wir einfach so gepolt sind, ja, schnell irgendwie Dinge zu bewerten und einzusortieren. Und das
kann, glaube ich, der Schlüssel für vieles sein. Auch diese Sehnsucht, ja, diese Sehnsucht zu spüren und zu akzeptieren und einfach wahrzunehmen und der keinerlei Wertung noch auch zu geben und zu gucken, wohin sie einen führt. Vielleicht zu Stift und Papier. Ja, die Sehnsucht überlege ich auch gerade, wäre auch gar nicht weg. Weil trotzdem muss mich ja nicht jeder küssen wollen, den ich küssen will. Ja? Also, es wird auch in diesem Modell Ablehnung geben. Oder ich muss jemanden, also man muss natürlich geübter dann sein, seine Grenzen zu setzen. Weil umgekehrt mag ich jetzt auch nicht jeden küssen, der mich gerade küssen will. Aber es ist etwas, nicht aber, und es ist etwas, wie du sagst, sehr Gegenwärtiges. Und wir kommen dann hoffentlich auch raus aus diesem Geschlechterspezifischen. Also ich will dann auch eine Frau umarmen, die ich sympathisch finde. Oder vielleicht will ich sie auch küssen, wer weiß das, ja. Also, dass man gar nicht das so... Na, letztlich, ich bin ja immer wieder so an dem Gedanken dran, ob wir nicht das mal ausprobieren sollten wie die Bonobos. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie die es machen. Wie denn? Diese Affenart, die werden ja als diese sozialsten Wesen auch immer wieder uns vor Augen geführt, die ihre Konflikte so lösen, dass sie eben, bevor sie eigentlich in diese Aggression kommen und in dieses Hackeln miteinander, dann Sex haben. Ja? Und bei den Bonobos ist es so gewöhnlich wie Essen oder... Also man sitzt zusammen, man merkt, da ist jetzt irgendwie... Und egal wer, die haben zusammen dann Sex. Ja? Also bevor es in Ärger ausartet, haben sie Sex? Sie haben halt viel Sex, weil sie einfach diesem Trieb in dem Moment nachgeben. Ah ja. Mhm. Und dann staut sich gar nicht etwas auf, was dann für große Konflikte sorgt. So, also davon abgeleitet habe ich ja auch schon überlegt, weil ich ja viel über, wie kann Welt sich ändern, in dem Sinne, dass es mehr Liebe gibt und mehr Frieden und mehr Bewusstheit, mir überlegt, ob wir das mal wie die Bonobos dann probieren. Ja, das klingt dann wieder nach 68er und jeder mit jedem, aber so ist das eben gar nicht gemeint, sondern bei denen ist das halt was ganz Natürliches. Mhm. Nicht so, wow, wir haben jetzt Sex, ja, und jetzt, sondern... Dann trinkt man was und dann hat man kurz Sex und dann geht es wieder weiter. Mhm. Also man macht nicht so ein riesen Aufheben drum. Mhm. Ich meine, bei uns Menschen ist das ja auch was ganz Natürliches. Ja? Bloß ist es weicht. Ich sehe nicht so viele Leute auf der Straße, ja? Die das. Das ist ja dann Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ja. Das ist ja schon alles. Du hast recht, bei uns ist es was Natürliches. Das ist ein Tabuthema. Also. Eigentlich schon, ne? Das ist geworden, ja. Was super schade ist, über die eigene Sexualität sprechen so wenige. Ja, also ich kann... Naja, so wenige sind es ja... Also es kommt jetzt drauf an, also welche Ebene du meinst. Also auf YouTube kriege ich das oft zu hören. Ja. In Talkshows, es gibt immer mehr Sexexperten. Ich habe auch demnächst jemanden zu Gast, der darüber... reden kann, weil sie Expertin auch ist und Leute therapiert, betreut, die da Inspiration brauchen. Aber was meinst du dann mit, und es gibt ja ganz viele, die ganze Pornoindustrie und so weiter, also man hat ja dann doch wieder das Gefühl, es ist ja so präsent bei Leuten und doch kann ich schon mit dem was anfangen, was du meinst, dass es auf eine Weise doch so ein Tabu ist. Es ist kein Alltagsthema. Ja, also oder so. Es ist nicht so, wenn Menschen sich jetzt in der Bar treffen, dass sie dann, ja, sie erzählen von Job und was sie den ganzen Tag gemacht haben und wie es ihnen geht und vielleicht die Gedanken, die sie beschäftigt. Aber dass jetzt mal jemand sagt, ach, ich habe jetzt in letzter Zeit echt wenig Sex, ich weiß gar nicht, woran das liegt so. Also, dass sowas so ganz normal, in Anführungszeichen, oder so ganz... erwähnt wird wie, ich habe gestern irgendwie mir eine Kartoffelsuppe gemacht, die richtig geil war. Sagt jetzt keiner so, oh, ich hatte gestern fantastischen Sex. Also weiß ich, der hat was gemacht, das hat er ja noch nie gemacht. Stimmt, und da sucht man, und wenn man darüber erzählt, dann ja bei vertrauteren Menschen. Mhm. Genau, da bin ich bei dir. Also so, dass man das eben mal so austauscht.
Dabei könnten wir so viel voneinander lernen. Ja? Naja, und auch vielleicht entdecken, wow, da geht es ja vielen so. Ja? Voll. Und andererseits muss man es auch üben. Also manchmal ist mir das, ich rede ja echt auch über jedes Thema, also so ist es jetzt nicht, aber manchmal denke ich mir, okay, ist mir jetzt ehrlich gesagt zu persönlich. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich dann in so explizite Schilderungen von der Sexualität einer Person mit einer anderen hineingenommen werde, ist es schon auch, dass ich so denke, okay, darf ich das jetzt wissen? Ist es gut, dass ich das jetzt weiß? Weißt du, wie ich meine? Warum denkst du so? Na, weil ich das Gefühl habe, das ist sehr privat, was den beiden gehört. Warum soll ich da jetzt das noch als Information bekommen? Vielleicht einfach ein Teilen eines schönen Erlebnisses. Ja, genau. Aber manchmal ist es ja nicht ein schönes Erlebnis, sondern meistens wird ja das erzählt, was gerade nicht so läuft. Ja? Und wenn ich dann von X weiß auf der nächsten Feier, okay, ich weiß jetzt, dass es eine gewisse Probleme gibt in eurer Sexualität, ja, ist das schon eine Intimität? Ja. Ich weiß es nicht, ich fühle mich da seltsam, so nah dabei eigentlich zu sein, ohne dass der andere das weiß. Was kann da unterstützen, dass man selbst es ausspricht, dass es vielleicht zu viel ist oder dass, wenn man selber so intim wird, die andere Person auch fragt, ob das okay ist, wenn das erzählt, weil es mir gerade im Herzen brennt und ich das gerne erzählen möchte? Ja klar, Transparenz ist immer wichtig, aber ich kann mir vorstellen, und da sind wir ja genau bei dem Punkt, es ist nicht mal Alltagsthema und es ist eins der schwierigsten, das weiß ich von vielen, die in diesem Bereich auch arbeiten, therapeutisch, dass Partner über Sexualität reden. Ja, sie tun es, aber es gibt wenig Austausch darüber. Und dann würde so eine Frage gar nicht auftauchen. Du, ich möchte mit einer guten Freundin auch mal drüber sprechen. Und da kann ich mir auch die wenigsten vorstellen, die wollen, die dann sagen, ja, mach das doch. Eine Freundin oder eine, die ich kenne, die hat erzählt, sie ist seit 7 Jahren mit ihrem mittlerweile Mann zusammen und neulich hatten sie ein Gespräch über ihr Sexleben, wie sie es empfinden und was sie schön finden und was eher nicht. So das erste nach 7 Jahren und danach waren so beide so, boah, krass, das war wahrscheinlich das nächste Gespräch in Jahren, das sie geführt haben. Ja, und ich glaube, das ist bei vielen so. Warum haben wir da so eine Hemmschwelle? Ist das Erziehung? Also ich habe das nicht. Deswegen finde ich es interessant, dass, also ich weiß noch, wie mal neulich jemand sagte, okay, was du alles ansprichst und so persönlich, das ist, hat er noch nie erlebt mit einer Frau. Und der ist ja jetzt auch schon irgendwie 50. Und dann dachte ich mir, okay. Also für mich ist es völlig unlogisch. Das kann ich nachvollziehen, ja. Weil ich bin noch so intim, also dann werde ich ja darüber sprechen können. Aber Erziehung, was du sagst, du bist ja jetzt gerade auf der Ursachenforschung gewesen, ist natürlich ein Grund. Sicher auch Scham oder dass man es eben nie eingeübt hat. Ich glaube auch fehlendes Übung, Training. Ja, Übung. Ja. Bedürfnisse zu äußern kommt mir auch, ja. Das wirklich zu sagen, hey, das möchte ich und das möchte ich nicht. Genau. Also das ist ja auch nicht immer, also selbst ich, die alles anspricht, kenne ja auch Situationen. Das ist ja alles sehr situativ. Du kannst zwar sagen, ja, sprich alles an, aber ich weiß nicht, ob du auch so Situationen kennst, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie komisch oder fühlt sich komisch. Aber wie soll ich es jetzt ansprechen? Weil du spürst, der andere hat da eine Leidenschaft. Also man muss da schon seinen Weg dann finden. Ja? Also gerade dieser Bereich ist ja ein sehr verletzlicher Bereich. Und dann kann man Menschen, und das habe ich ja auch schon erlebt, vor den Kopf stoßen.
Also es ist gar nicht so, muss ein großes Taktgefühl da haben. Und der andere braucht ja auch die Bereitschaft, dann darüber zu sprechen. Nur weil ich darüber spreche, ist noch nichts besprochen. Ja, das ist auch gut. Das ist auch sehr gut. Ja, oder vielleicht dann auch eher zum Thema Taktgefühl, wenn man das dann verbalisiert während dem Sex oder nach dem Sex, zu sagen, wie man es gern hätte und nicht, wie man es nicht hätte. Vielleicht da schon so ein bisschen Ja. lenken. Ja, und andererseits, weißt du, das widerspricht mir dann auch so oder widerstrebt mir meiner Vorstellung, ich bin ja Romantikerin im Herzen und denke mir so, wenn man dann so eine Anleitung geben muss, dann stimmt doch auch schon wieder was nicht. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn man wirklich so den anderen spürt und auf ihn einlässt, sich auch körperlich, dann ist ja die Seele mit dabei und die Empfindung. Und dann, ja, aber vielleicht ist es einfach zu romantisch gedacht, weil jeder ist ja der, der er ist. Und der eine meint es vielleicht gar nicht so, wie es der andere dann empfindet, weil es für ihn zu grob ist oder so, ja. Ja, ich kann deinen wunderschönen Gedanken nachvollziehen und doch denke ich mir, ich kann noch so spürig sein in dem Moment, ich habe ja trotzdem meine eigenen Filter. Ja, und ich kann mich noch so sehr in meine Intuition hineinfallen lassen und die Körper können ineinander sinken und manchmal kannst du es nicht wissen. Ja, aber diese Handlungsanweisungen finde ich. Handlungsanweisung klingt aber auch jetzt nicht so sexy. Also erst dann das und dann das und dann das und nach 2 Minuten das. Ja, aber sind ja auch Wünsche zum Beispiel. Ja. Ja. Oder gemeinsam experimentieren. Bedienungsanleitung. Quasi. Ja, aber dann, genau, dann ist ja wichtig, dass man das Spielerische rein bekommt. Ja, und das dann auch nicht so persönlich nimmt. Weil da wären wir ja wieder bei der egofreien Welt. Egofrei und wertfrei. Genau, und dann kann man sich die Dinge dann sicher auch viel besser sagen, ja, als wenn einer dann gekränkt ist. Jetzt sind wir also im Themenbereich Sexualität gelandet. Habe ich mir auch schon gedacht. Was ja auch nicht überraschend ist, weil ich glaube, dass das schon das ist, was die meisten beschäftigt, wenn sie sich jetzt mit Polyamorie auseinandersetzen, wie das dann gehen soll. Und andererseits ist es ja viel, und du hast es auch vorhin schon mal angesprochen in dem Kontext, Kommunikation. Also es gab irgendeine Studie, die ich neulich gelesen habe von Menschen, die befragt wurden, die in polyamoren Beziehungen leben, und die sagten, sie müssen viel, viel mehr kommunizieren, als sie es kennen in so einer Zweierbeziehung. Ja, und dass das auch schon anstrengend, also zumindest fordernd ist. Ja. Fordern, glaube ich, ein wahnsinnig riesiges Spektrum an Bewusstheit und Wachstum freisetzen kann. Ja, was machen wir zum Beispiel mit der Eifersucht? Die ist ja doch ein großes Thema. Also ich habe ja auch Menschen interviewt schon, die polyamore Beziehungen haben, die dann auch über sich erstaunt waren, dass es dann plötzlich ein Thema war, von dem sie gar nicht dachten, dass es ein Thema würde, weil sie sich nicht für so eifersüchtig gehalten haben vorher. Ja, ich glaube, so Partnerschaften sind einfach ein riesengroßer Spiegel für ein Selbst. Und dass, wenn sowas hochkommt, der Mensch einfach ganz genau hinschauen darf. Was ist es? Woher kommt es?
Eifersucht hatten wir vorhin auch kurz, ja, viel auch mit Selbstwert zu tun, Vertrauen. Warum habe ich wenig Vertrauen? Oder ich glaube, Eifersucht ist dann auch wieder der Vergleich, ja, bin ich nicht genug, bin ich schlechter als der andere? Selbstliebe da mehr zu kultivieren und sagen, ach, ich bin ein wundervoller Mensch, ja, und Punkt. Naja, das, da musst du aber schon dann wo stehen, dass du in dir das abrufen kannst. Also nur der Satz, ich bin ein wundervoller Mensch, der hilft oft gar nicht, erstmal, ne? Weil man hat ja dann diese Kindheitsthemen, die einem was anderes sagen. Also ich glaube, dass viel genau da die Ursache auch hat, was Eifersucht auch betrifft, in der Kindheit. Mhm. Ja, dass man da auch hinschaut. Ja, und letztlich, wenn man jetzt einer anderen These folgt, einer Theorie, dass man sich einen Partner sucht. Peter Sloterdijk hat die Sphären-Trilogie geschrieben, die ich gerne gelesen habe. Es ist ein Mammutwerk, so sein großes Werk, drei Teile eben. Sagt ja auch das Wort Trilogie. Und im ersten Teil geht er auf die Mutter-Kind-Dyade ein. Und dass wir sozusagen dieses Modell, was wir kennen, als Urmodell, einer mit dem anderen so eng, da sind wir wieder beim Verschmelzen, wo wir ja schon waren, auch wieder suchen. Ja? Mhm. Wir suchen eigentlich nichts anderes als so eine Art Rückkehr in den Mutterleib, auch wenn sich das vielleicht seltsam anhört, indem wir den Partner suchen. Mhm. Und da findet ja kein Dritter statt. Oder dann kommt der Vater und dann ist da schon mal ein Dreierfeld aufgemacht. Gut, aber als Urmodell sind wir mit der Mutter verbunden. Ja? Und sowas suchen wir dann, weil wir so geprägt sind schon im Mutterleib. Also diese Verbundenheit, diese totale Geborgenheit. Und dann ist die Frage halt, ist es nicht tückisch, das in einem anderen Menschen oder in der Verbindung mit einem anderen Menschen finden zu wollen? Ist es nicht einfach viel größer? Absolut. Also ich finde, da kommen wir nicht weiter. Ne? Hm. Also das ist jetzt die Erklärung. Und ich sage auch, also wir müssen uns davon lösen. Also wir kommen nicht mehr. Also man muss irgendwann mal irgendwie das in sich verarbeiten, ganz bewusst vielleicht auch, dass man da nicht mehr hinkommt. Du kommst nicht mehr in den Mutterleib. Ende. Ende der Durchsage. Das ist eine schöne Postkarte. Das sehe ich schon vor mir. Du kommst nicht mehr in den Mutterleib. Vergiss es. Oh. Egal welchen Partner du hast. Ja, es gibt ja diese, also für mich ist das schon gruselig, wenn Menschen zu symbiotisch sind. Das finde ich, habe ich immer schon unheimlich gefunden. Das ist halt eine totale Abhängigkeit. Ja. Die ich nicht möchte, dass ich von jemandem abhängig bin, und ich möchte auch nicht spüren, dass der andere Mensch von mir abhängig ist. Ja, und du lebst ja in so einem Umfeld dann auch mit anderen. Also ich kenne es ja dann auch, dass die Freundin da so ist oder der gute Freund. Und dann wirkt es ja auch auf dich, weil dann heißt es, nee, ich kann jetzt mit dir erst ins Kino, wenn ich die gefragt habe. Oder die muss mit oder irgendwie so. Ja, das heißt, du ziehst ja auch andere in dein ganzes Zweierding mit rein oder du bleibst halt nur zu zweit und ziehst da niemanden mehr mit rein. Weil man dann so aufeinander bezogen ist, dass es nur noch die zwei gibt. Und das ist, schafft ja auch einen ganz eigenen Kosmos, gell? Also was ich vorhin auch schon gesagt habe, andere Menschen, jede Begegnung erweitert deinen Horizont auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn dann einfach immer zwei Menschen ihren eigenen Kosmos erschaffen, bleibt da wenig Weitsicht für andere Welten, für andere Blasen, für etwas Neues, Überraschungen. Und ja, ich frage mich so, Menschen, die in so einem engen Kosmos zusammen leben,
dürstet es sie nicht nach Vielfalt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, da ist halt ein anderes Bedürfnis wichtiger. Das Bedürfnis von... Mit jemandem so eng wie im Mutterleib verbunden, so würden sie es wahrscheinlich nicht beantworten. Aber dass man füreinander die Welt ist, das ist ja ein Allmachtsanspruch. Ja? Ja, du, wenn zwei aufeinander prallen, ineinander gezogen werden, die genau diese Weltvorstellung haben, dann ist es bestimmt explosiv. Ja, ich komme da nicht hin, aber natürlich ist es auch eine Form, wo ich aber eben fragen würde, ist es eine erlöste Form? Was meinst du mit erlöst? Naja, macht man das nicht, um irgendwelche Traumata zu verdecken oder irgendwelche Wunden nicht anzuschauen? Und das kann man ja bei jedem Modell sagen. Also das ist ja nicht nur auf das bezogen. Und zum Glück sind wir ja so unterschiedlich, dass es vielleicht auch ganz erlöste Modelle, das will ich ja auch nicht in Frage stellen, von Symbiose gibt. Ich will trotzdem daran zweifeln. Und vielleicht ist alles irgendwie ein Versuch, mit unseren Wunden fertig zu werden und die in verschiedenen Konstellationen. Also jemand, der jetzt Polyamor liebt, kann ja auch diese Wunde haben, dass er sich sehr eingeschränkt gefühlt hat in der Kindheit zum Beispiel. Oder sehr, dass er eben nicht diesen freien Raum hatte. Und das die Wunde ist, die er dann in dieser Art von Beziehung auch aus... Also, die dann vermeidet, so. Eine Enge, die er nicht mehr haben will. Also ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie mit psychoanalytischen Augen anguckt, lässt sich da auch was finden. Ja. Aber man muss ja nicht alles pathologisieren. Die Frage, wo du gesagt hast, erlöst, gibt es denn ein ganz erlöst? Naja, vielleicht ist erlöst dann tatsächlich das. Deswegen ziehen sich ja dann die Menschen, die sich da spirituell in der Erleuchtung bringen wollen, ja auch oft zurück, ja, das Eremitische. Also vielleicht ist erlöst dann tatsächlich für mich sowieso mit der Welt alle eins. Und ich brauche weder Polyamorie noch Symbiose noch sonst was. Ich bin mit mir und fertig. Wobei es natürlich schon auch Studien gibt, die besagen, ja, also jeder für sich ist okay und doch wird der Mensch unglücklich, wenn er ganz lange nur mit sich ist. Er braucht Verbundenheit, er braucht Kontakt. Ja, aber das hat ja dann der Spiritu... Also ich habe ja auch einen Eremiten interviewt, der fühlt sich überhaupt nicht alleine, weil er hat eine tiefe Verbundenheit zu Gott. Und das, also ich gehe jetzt von dem bewussten Menschen aus, der wirklich sich das wählt, der einen spirituellen Weg da geht in diese Abgeschiedenheit. Und es gibt ja diese Mönche, es gibt ja Kloster, es gibt Höhlen, es gibt Menschen, die so leben. Das ist jetzt die Minderheit. Aber ich würde Ihnen jetzt nicht absprechen, dass wenn jemand das für sich so geschafft hat und der konnte mir das plausibel machen, dass er sich mit Welt verbunden fühlt. Ja, überhaupt nicht den Eindruck hat. Er hat eher den Eindruck, wenn er wieder in die Welt geht, wird er abgeschnitten von dieser Verbundenheit. Das ist ja auch, kann ich mir auch vorstellen. Dass also alles, was wir an Kontakten haben, ja auch nicht automatisch bedeutet, dass man jetzt verbunden ist. Du kannst ja dich den ganzen Tag mit Menschen umgeben und da findet ja gar nichts statt. Keine Begegnung, kein Nichts, trotz zig Gespräche. Ja, und auch eine, wie soll ich sagen, eine Verwirrung oder vielleicht eine Art Prokrastination von sich selber, weglenkend. Also von sich selber, sich mit sich selber auch nicht treffen müssen. Genau. Ja, auf jeden Fall.
Ich kenne ganz viele Menschen, die jetzt diese Zeit der Pandemie so wirklich mal an sich selbst rangekommen sind und ganz erstaunt sind, vielleicht auch manchmal in einer gewissen Art und Weise erschrocken, aber die wirklich sagen, wow, es tut auch gut, keine Ablenkung zu haben oder da nicht widerstehen zu müssen oder zu denken, ich muss etwas einbußen, sondern wirklich einfach mal nur zu sein. Nur Musik zu hören, auf der Couch zu liegen, mit mir alleine spazieren zu gehen. So. Die Verbundenheit mit mir zu spüren. Ja, es ist gut, dass die Menschen da hingefunden haben, manche. Aber ich glaube, es gibt auch die, die es dann auch gar nicht nutzen. Und andererseits frage ich mich auch, also was war das für ein Leben dann auch vorher? Ich kenne das gar nicht, mit mir nicht verbunden zu sein. Ich fände das auch ganz seltsam. Ich bin ja immer mein erster Mensch. Ganz wichtig. Und da schreibt euch diesen Satz irgendwo auf. Ja. Ja. Wir drucken einfach ein paar Postkarten mit Best of aus unserem Gespräch. Ja, hast du noch was, wo du dich, ich meine, man kann ja da jetzt viele Wege nehmen, aber vielleicht ist es jetzt auch schon, also ich kann mir vorstellen, dass ihr, die ihr uns jetzt zuhört, zuschaut, schon viele eigene Gedanken dazu habt, also gerne in die Kommentare oder für euch auch in einen inneren Dialog oder auch in Dialog mit dem Partner. Vielleicht konnten wir da auch zu was inspirieren gehen. Gibt es noch eine Abbiegung, die du nehmen möchtest mit mir? Ich habe noch einen Postkartenspruch. Ja. Probier es mal ohne Wertung. Genau, das hast du jetzt mehrfach auch reingebracht. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig und ich bin da ganz bei dir. Ich finde es auch sehr erleichternd, wenn man einfach durch die Welt geht und einfach die Dinge beobachtet oder so vor sich hinlegt, ja, und sagt, ah, das ist das, das ist das. Also ich bin da ganz bei dir. Mehr in den Beobachter zu gehen, der aber dann nicht schon wieder. Also was ich auch, ich möchte mich deiner Empfehlung anschließen mit einem weiteren Impuls, aber vielleicht steckt es für dich ja eh schon drin, dass man auch nicht mehr in Kategorisierungen geht. Also Wertung ist ja dann oft, ist es gut, ist es schlecht, dass man sogar so weit rausgeht, dass man so mit Kinderaugen drauf blickt, dass man nicht mehr weiß, dass die Blume ist. Sondern ganz neu drauf schaut, ohne das Wort Blume. Also, das bedarf schon einiger Übung, weil das Wort ist ja dann ganz schnell da. Ne? Du hast es gelernt. Und dass man zwar sagt, okay, vielleicht ist das Wort jetzt gekommen, aber ich lösche es mal und gehe ganz neu zu diesem wachsenden Ding dahin. Wachsendes Ding, wie sagt man? Gewächs. Und schaue es mir an. Weil wir so selbstverständlich mit allem sind. Ja? Wir sind hier auch in einem Raum und wissen, okay, hier gibt es Stühle, hier ist das und das. Und dadurch beobachten wir die Dinge weniger. Ja, und es ist automatisch eine höhere Achtsamkeit da, eine Bewusstheit und wirklich mal hingucken. Ah, okay, was macht das eigentlich? Ah, das ist gepolstert, das ist weich, steht da, ist irgendwie 50 Zentimeter hoch. Gefällt mir. Das werde ich üben. Wir üben beide. Ja. Ich finde es auch lohnenswert, weil dann eröffnet sich die Welt noch mal viel größer. Ja, wenn man das alles rauslässt, die Bewertungen, die Kategorien und so weiter und so fort, subtrahiert und in dieses, wie man ja auch in der Philosophie sagt, Phänomenologische geht, ja, das Wahrnehmen. Dann machen wir einfach die Postkarten fertig für euch. Sehr schön. Wir sind's, die mit den Postkartensprüchen. Tam. Liebes Gretchen. Ich hänge noch drinnen und ich werde sicher noch weiter drin hängen. So geht es mir ja mit meinen Gretchengesprächen immer. Dass ihr wunderbaren Gäste so viel Inspiration
mir auch wiederum gibt, dass doch vieles lange nachhalt. Und ich kann es jetzt gar nicht so richtig benennen, was es genau ist, aber ich spüre es gerade. Und es braucht auch keine Benennung. Ja, genau. Danke. Ihr Lieben, danke, dass ihr mit dabei wart, dass ihr uns, dass ihr mit auf diese Reise gegangen seid. Es ist schön, dass es euch gibt, dass ihr zuschaut, dass ihr dabei seid. Weil, wie gesagt, wir sind ein Dreierteam, ja. Der Gast, ihr und ich, die die Themen verhandeln. Und gebt es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr den Daumen nach oben geben und ihr könnt den Kanal auch abonnieren, weil das ist nicht das letzte Gespräch, das ich geführt habe. Es wird noch viele geben und zu ganz vielen verschiedenen Themen. Tam, ich danke dir. Ich danke dir, meine Liebe. Tam Tranti war heute, und es war eine große Freude, Gretchens Gast.